Hi, hallo und ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu diesem Video. Ich bin Saskia und wir werden heute einen unglaublich leckeren Auberginen-Paprika-Dip machen. Ich habe nämlich in meinem Gewächshaus jetzt zum zweiten Mal schon eine sehr reiche Ernte an Auberginen einfahren dürfen. Mit Paprika hatte ich dieses Jahr echt ein bisschen Pech. Da hat der späte Frost mir meine Pflänzchen entweder direkt kümmern lassen oder sie sind ja direkt eingefroren, weggefroren, erfroren. So dass ich auf dem Wochenmarkt jetzt gleich zugeschlagen habe, als ich diese wunderschönen Spitzpaprika gefunden habe. Und da ich schon so viel Ratatouille-Soße eingekocht habe, für die ich ja auch Paprika und Auberginen brauche, habe ich mir gedacht, ach, da mache ich doch ein leckeres Eiwar draus. Ich muss allerdings dazu sagen, ich mache es jetzt nicht 100% original, ich mache es nach Eiwar-Art, denn im Original hat man im Verhältnis ungefähr 4/5 Paprika und nur 1/5 Aubergine. Da ich aber so viele Auberginen habe, habe ich das jetzt in etwa 50-50 gemacht, also halb-halb Aubergine und Paprika. Schmecken tut's genauso lecker. Kann ich euch jetzt schon versprechen, es ist mega lecker und wird definitiv nicht mein letztes Mal gewesen sein, weil an den Auberginenpflanzen hängen bei mir noch ein paar Früchte, die demnächst auch wieder reif werden. Ihr habt jetzt hier gesehen, ich habe jetzt hier die Spitzpaprika in Streifen geschnitten, das Kerngehäuse entfernt und lege sie jetzt mit dem Fruchtfleisch nach unten aufs Backpapier, denn die werden wir nachher zusammen mit den Auberginen richtig schön knusprig braun rösten und ich kann euch jetzt schon versprechen, die Röstaromen sind der Hammer. Ganz genauso wie bei meiner Roasted Tomato Sauce. Die verlinke ich euch auch gerne nochmal unten. Die geht so durch die Decke. Ihr überschlagt euch da auch in den Kommentaren. Aber es ist einfach geröstetes Gemüse, hat eine Aromavielfalt. Es ist der Wahnsinn und es lohnt sich immer wieder. Und genauso wie bei dieser Tomatensauce werden wir auch das Eiwar heute kaum würzen müssen, denn die Röstaromen und das Gemüse stehen schon alleine für sich. Aber da kommen wir dann später nochmal dazu. Hier habe ich jetzt meine Auberginen halbiert und lege die auch mit dem Fruchtfleisch nach unten aufs Backpapier. Denn auch die werden wir nachher dann aus der Schale kratzen. Da habe ich noch eine kleine Fraßspur entfernt. Da hat sich irgendein Tier, hat sich's gut gehen lassen. Das schneide ich jetzt etwas großzügiger weg. Und dann sind wir auch schon fast durch hier mit meinem Blech und den Auberginen. Wie gesagt, ich habe das jetzt ungefähr im Verhältnis halb-halb gemacht, aber normalerweise macht man etwas mehr Paprika und etwas weniger Aubergine. Weil ich noch ein bisschen Platz auf dem Blech habe und ich mir denke, ein bisschen Paprika kann das Eiwar noch vertragen, habe ich mir jetzt noch eine Spitzpaprika geholt. Auch die schneide ich nochmal auf und entferne das Kerngehäuse. Wenn ich das Glück habe, nächstes Mal auf dem Wochenmarkt nochmal Paprika zu finden, mache ich es wahrscheinlich auf jeden Fall nochmal. Weil ich kann euch jetzt schon sagen, ich habe es ja schon probiert. Unglaublich lecker, mega lecker. Ich habe jetzt dieses Mal machen wir jetzt eine schärfere Variante und vielleicht mache ich dann noch eine etwas mildere Variante, weil tatsächlich bei uns in der Familie ich so ziemlich die Einzige bin, die gerne scharf isst, bis auf unseren Jüngsten, der mag das auch noch. Aber die anderen Familienmitglieder mögen das nicht ganz so scharf und deswegen denke ich, mache ich noch ein Eiwar, das etwas milder ist. Jetzt kratze ich auch hier nochmal die Kerngehäuse und die kleinen Häutchen raus und dann darf das Ganze jetzt im Backofen richtig schön rösten. Die sind dann fertig, also die Gemüse sind dann fertig, wenn sie richtig schön braun werden, schon fast eine schwarze Stelle bekommen. Also das soll wirklich richtig schön geröstet sein, das seht ihr dann nachher, dann sind sie genau richtig. Aber ab und zu mal entlüften, nicht mit einem Kochlöffel, weil wir wollen jetzt nicht direkt rösten und vertrocknen lassen, sondern wir wollen ja das wirklich einfach nur schön bräunen für die Röstaromen. Mit den restlichen Paprika, das war eigentlich mein Plan, als ich die Paprika gekauft habe, mache ich jetzt noch Paprikapulver. Das bedeutet, ich schneide meine Paprika in Stückchen. Und dann gehen die in den Dörrapparat und wenn die dann richtig schön knackig fest getrocknet sind, dann kommen die in meine kleine Gewürzmühle und dann habe ich ein wunderschönes Paprika-Edelsüß. Und mit den Peperoni, die ihr da im Hintergrund seht, mit den roten oder Chili, vielmehr mit den roten Chili, gibt das dann ein Paprika-Rosenscharf. Man kann es auch mit Cayenne-Chili machen, wenn man hat Cayenne-Schoten. Ich habe leider keine. Wie gesagt, mir ist das dieses Jahr alles leider, leider bei diesem etwas sehr, sehr, sehr späten Spätfrost tatsächlich mehr oder weniger großzügig erfroren. Ich habe genau von diesen roten Chili da hinten genau eine, die meine eigene Ernte war. Sonst muss ich tatsächlich dieses Jahr zukaufen.
Aber macht ja nichts. Dafür gibt es den Wochenmarkt und das ist ja schön, wenn man regional das auch bekommt. Also geht da gerne mal. Wer es noch nicht oft gemacht hat über den Wochenmarkt, er kriegt da so viel tolle Lebensmittel. Vor allem auch, wenn man einen Kleingarten und nicht so viel hat. Die Paprika sind jetzt hier auf meinem Dörrblech und das geht jetzt schon mal in den Dörrapparat. Jetzt sind die kleinen Chili dran, denn ich möchte auch hier, wie gesagt, ein Rosenscharf-Gewürz machen und auch ein Chili-Gewürz selber. Das mische ich dann nachher noch so ein bisschen und auch da teile ich jetzt hier die Chili einmal durch, hole mir das Kerngehäuse raus und dann werden auch die in Stückchen geschnitten. So dass die halt nachher in meine kleine Gewürzmühle passen. Wer da empfindlich ist und das genauso gerne ab und an mal vergisst, wie ich das früher vergessen habe, nimmt jetzt lieber Handschuhe, denn der Saft dieser Chili, wenn ihr den auf den Fingern habt und dann später mal ins Gesicht fasst oder vielleicht euch juckt was oder eine Wimper und ihr gelangt dann ins Auge, das kann schon sehr brennen. Also ich habe den Fehler ein, zwei Mal gemacht, inzwischen weiß ich es. Aber da wirklich drauf achten, dass ihr das dann lieber mit Handschuhen macht, weil der Saft durchaus eine ganze Weile an euren Fingern bleiben kann. Das kann sehr, sehr scharf werden. Genau, ich habe jetzt hier meine Chili, die ich jetzt in feine Streifen schneide und die dann in den Dörrapparat gehen. Ich nehme jetzt die ganzen Chili und da seht ihr die eine Chili, die da hinten extra liegt. Neben der Schüssel mit den Kompostgemüseresten, das ist die, die bei mir selber gewachsen ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Obst und Gemüse, das bei mir selber wächst, das kriegt immer eine besondere Behandlung. Das ist praktisch heilig. Aber ne, ihr versteht mich, da zieht man das ganze Jahr mehr oder weniger gefühlt. Man steckt den Samen in die Erde, man hätschelt das Pflänzchen, man gießt die Jungpflanze, man pflanzt sie aus, man kümmert sich, macht und tut. Und dann hat man da einfach sein, ja, die liegt dann extra, die wird dann extra verarbeitet. Jetzt habe ich mir die Chili schon in den Dörrapparat gelegt, habe mir ein bisschen Chili fürs Eiweiß auf die Seite gelegt und jetzt hier 5, 6 Knoblauchzehen ganz fein gehackt. Da könnt ihr das auch nach Geschmack machen. Ich mag das schon durchaus mit Knoblauch. Deswegen sind das jetzt hier, ich glaube, ja doch 5 oder nee, 6 große Zehen waren das. Dann würfel ich noch eine Zwiebel recht fein. Das ist eine große Gemüsezwiebel, die habe ich jetzt gleich im Ganzen gewürfelt. Die eine Hälfte geht nachher in den Kühlschrank und mit der anderen Hälfte mache ich dann mein Eiwa. In der Zwischenzeit ist eben mein Backofen schon fleißig am Rösten der Auberginen und Paprika und dann hatte ich da Zeit, dass ich mich schon mal gut vorbereite. So, und dann ist auch unser Gemüse inzwischen fertig geröstet. Ihr seht das hier, das ist richtig schön knackig durchgeröstet. Das hat richtig schöne Stellen, an denen es braun und knackig ist. Das heißt, die Röstaromen haben wir jetzt richtig in unserem Gemüse drin. Damit ich jetzt die Haut leichter abziehen kann, beziehungsweise das Fruchtfleisch leichter aus der Haut lösen kann, lege ich nochmal kurz ein feuchtes Geschirrtuch oben drüber. Wirklich nur kurz. In der Zeit hole ich mir meine Schüssel, mein Brettchen und hier mein Holzmesser, das mir mein Mann genau für solche Situationen extra hergerichtet hat. Ihr seht das nachher, wie toll das bei den Auberginen dann auch geht. Bei den Spitzpaprika habe ich jetzt nicht ganz so viel Ausbeute an Fruchtfleisch wie zum Beispiel bei diesen runden großen Blockpaprika. Aber auch hier geht noch ordentlich Fruchtfleisch raus. Das werdet ihr nachher sehen. Die Schale nicht wegschmeißen. Aus denen lässt sich nämlich wunderbar Smoked Paprikapulver machen. Also diese Röstaromen, dieses Smoked Gewürz, das haben wir da ja schon ganz toll hier auf den Schalen. Deswegen die sammle ich jetzt extra in einer kleinen Schüssel. Dann gehen die nochmal in den Dörrapparat und wenn die dann richtig knackig sind, dann kann ich die mit meiner Gewürzmühle ganz fein mahlen und dann habt ihr ein ganz tolles rauchiges Paprikapulver mit richtig schönen Smoky-Aromen. Also das ist nochmal ein Erlebnis und das passt wunderbar, wenn ihr das dann zum Beispiel in eine Kräuterbutter macht, in eine Paprikabutter oder wenn ihr das in einen Dip noch mit reingebt. Also da dankt mir später, das ist sowas Leckeres. Ich kann es euch gar nicht nah genug ans Herz legen, dass ihr euch diese Schalen dann aufhebt. Jetzt streiche ich hier eben mein
Fruchtfleisch richtig schön aus den Schalen. Je kühler die Paprika werden, umso leichter, habe ich den Eindruck, immer wird das, geht das raus. Da, wo die Schale etwas dunkler geworden ist, das praktisch mehr oder weniger schon karamellisiert ist, klebt ein bisschen fester, aber das macht ja nichts. Und hier habe ich jetzt meine Schalen gesammelt. Die fühlen sich fast schon an wie klebriges Fruchtleder. Fast schon so ein bisschen karamellisiert. Ich weiß nicht, kann man das sagen bei Paprika, dass die schon karamellisieren? Auf jeden Fall fühlen die sich schon sehr, schon fast schon fruchtlederig an. Und wenn ich die jetzt noch ein bisschen mit dörre im Dörrapparat mit den anderen Paprika, dann gibt das nachher ein unglaublich leckeres Gewürz. Das werdet ihr in diesem Video nicht mehr sehen, weil während ich das einspreche, sind sie noch im Dörrapparat. Aber wir werden mal ein Video machen nur über Gewürze und da zeige ich euch das dann alles ganz genau. Jetzt geht es an meine Auberginen, die ich jetzt auch aus der Schale kratze. Das ist auch wieder, da müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein, die Auberginenschale, die ist etwas weicher. Die ist nicht ganz so fest gewesen wie die Paprikaschale, also dass euch die nicht reißt. Und da seht ihr jetzt gleich, was ich meine. Diese schmalen Auberginen gehen hier ganz toll raus mit dem etwas breiteren Ende, das mein Mann mir da extra gemacht hat. Und dann kratze ich da jetzt das Auberginen-Fruchtfleisch, fast schon Auberginenmark, aus der Schale. Was ich dieses Jahr auch unbedingt noch machen möchte, und da habe ich mir schon im Geiste zwei Auberginen an der Pflanze auf die Seite gelegt praktisch, ist, wer es noch nicht kennt, Babaranoush. Das ist ein Auberginendip. Und alles, was ja Dip ist, genau wie Hummus oder auch jetzt hier das Ayva, kann man ja genauso gut als Brotaufstrich auch verwenden. Und da bin ich ja immer so ein bisschen am Experimentieren und auf der Suche, denn wir haben ja hier zwei Vegetarier in der Familie und essen deswegen auch überwiegend vegetarisch. Und man kann ja nicht jeden Tag Käsebrot essen und da bin ich dann immer so ein bisschen auf der Suche nach ja, leckeren, ansprechenden Dips. Und ich mag die einfach selber machen, weil dann sind da keine Zusätze drin und ja. So, ich habe jetzt hier mein Fruchtfleisch von Aubergine und Paprika, das ich jetzt mit der Gabel einfach locker etwas miteinander vermenge, ein bisschen klein quetsche und dann stelle ich das beiseite, denn jetzt werden erstmal die Chili, der Knoblauch und die Zwiebeln schön angebräunt in der Pfanne. Dazu habe ich mir aus dem Vorratskeller ein frisches Glas Ghee geholt. Ghee oder auch Butterschmalz gibt es schon als Rezept bei mir, das könnt ihr ganz einfach selber machen. Da habt ihr ein Butterschmalz, das wirklich rein ist, das keine Zusätze hat und das Tolle an Ghee ist, es hat einen sehr hohen Rauchpunkt und ist deswegen auch super zum Frittieren und eben zum scharfen Anbraten geeignet. Das nehme ich unglaublich gerne her. Jetzt hat sich in der Zwischenzeit meine Pfanne schön erwärmt, ich habe das Ghee verteilt und jetzt kommen hier Knoblauch und Chili dazu. Die röste ich jetzt hier schon ein bisschen an und dann gleich im Anschluss gebe ich auch noch die Zwiebel dazu. Die Hälfte der Zwiebel, weil mir war das dann doch ein bisschen, sonst wäre es zu zwiebellastig geworden. Aber ihr könnt eigentlich euer Ayva machen, wie ihr möchtet. Nur ich sage es euch jetzt so ein bisschen dazu, da ich ja das heute nicht so ganz 100% mache, wie es gehört. Genau. Ich röste jetzt hier meine Zwiebeln und meine Chili an, bis die Zwiebeln richtig schön glasig sind. Dann kommt jetzt hier meine Auberginen-Paprika-Mischung dazu. Und jetzt geht das Ganze nochmal, weil ich es ja einkochen möchte, nochmal richtig schön in die Pfanne. Darf nochmal miteinander ein bisschen anschwitzen, vor allem Zwiebeln, wenn ihr einkochen möchtet. Die müssen wirklich super gut durchgegart sein, sonst kann das wirklich sein, dass euch die dann im Glas gären. Und das wäre schade um die Arbeit, weil jetzt haben wir uns ja doch schon einiges an Arbeit gemacht, wenn wir so weit sind, wie wir jetzt sind. Und deswegen die Zwiebeln richtig schön gut durchgaren. Ihr könntet auch, ich hatte nur kein Blech mehr frei, die Zwiebel auch gleich mit dem Ayva, mit der Paprika und dem der Aubergine mitrösten, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Jetzt habe ich es der Familie mal zum Probieren gebracht, weil ich mir dachte, hey, das so stückig wäre eigentlich auch ganz nett. Und dann haben wir es probiert, war super lecker. Also sowas Leckeres, ich kann es euch gar nicht jedes Mal wieder. Also das ist mit den Röstaromen. Ich glaube, ich röste jetzt alles erstmal, bevor ich da so eine Soße oder einen Dip mache, in Zukunft nur noch. Also herrlich. Der Geschmackstest wurde abgenommen und für sehr lecker befunden. Und dann kann das Ayva jetzt püriert werden. Das mache ich jetzt hier einfach in so einem Wegglas. Da passt mein Stabmixer wunderbar rein. Das ist ein Wegsturzglas. 850 Milliliter, glaube ich, sind das. Wenn ihr sowas mal suchen solltet, das nehme ich immer total gerne her, für eben, wenn ich mal was pürieren muss.
weil mein Stabmixer nicht mit einem Pürierbehältnis gekommen ist. Und deswegen eignen sich die da immer ganz toll, weil es genau den Durchmesser hat. Und hier seht ihr schon, es ist ein wunderschönes, buttrig-cremiges Eiwar geworden. Und wir haben bis jetzt noch keine Gewürze dran, bis auf etwas Salz. Mehr ist da nicht dran. Wirklich die reine Paprika, die reine Aubergine, Knoblauch, Zwiebeln und etwas Chili und etwas Salz. Mehr habe ich da nicht dazugegeben. Bisschen Wasser vielleicht noch, dass man es pürieren konnte, aber das war's. Also ihr solltet so eine schöne, dickflüssig-cremige Masse haben, wenn ihr es zum Dippen möchtet. Das richte ich jetzt auch hier in diesen Dippschälchen an. Die verlinke ich euch auch, diese Wegschälchen. Ich glaube, sind das die Gourmet oder Sturz? Ich weiß es nicht. Ich verlinke es euch. Und dann habe ich hier noch ein etwas größeres. Das ist jetzt eine Wegtulpe, wenn ich da mal ein bisschen mehr davon brauche oder wenn ich das wie so eine Art Pesto über die Pasta gebe zum Beispiel. Und da kommt jetzt noch ein bisschen mehr dazu, genau. Da ist es auch wieder wichtig, dass wir darauf achten. Wir haben hier eine dickflüssige Flüssigkeit, also eine dickflüssige Menge, dass wir nicht zu hoch gehen, weil die dann beim Einkochen aufsteigt. Das dehnt sich aus. Und dass euch das nicht dann so weit hochsteigt, dass ihr das zwischen Glasrand und Deckel habt. Deswegen habe ich jetzt hier bei diesen Dipschälchen auch mit dem Löffel noch ein bisschen was abgenommen und in das höhere Wegglas eingefüllt. Dass ihr da aufpasst, weil je höher ihr füllt bei solchen dickflüssigen Geschichten, umso gefährlicher ist es, dass sich das dann zwischen Glasrand und Gummi quetscht und euch dann zu einem Scheinverschluss führt und das dann am Ende dazu führt, dass, wenn sich das zersetzt, sich euer eingewecktes Gericht dann eben ja, zum Gären anfängt und dann wäre eure Arbeit kaputt, das wäre schade. Ihr habt jetzt gesehen, ich habe jetzt mit sterilisierten Gummi und Glasdeckeln verschlossen, jetzt kommen noch zwei Klammern dran und dann können die Gläser auch schon in den Wegeinkochtopf gehen und werden dann da für 2 Stunden eingekocht. Auch das findet ihr unten alles in der Videobeschreibung, wie lange, wie und nochmal die ganz genauen Rezeptangaben. Am nächsten Tag ist mein Eiwar ausgekühlt und richtig durcherkaltet. Auch da müsst ihr aufpassen, dass euer, bevor ihr ausklammert, euer Einkochgut wirklich gut ausgekühlt ist, dass sich da nicht noch am Ende noch irgendwas löst. Und dann kann ich jetzt hier den Kalkschleier, der in meinem Einkochwasser drin ist, mit etwas selbstgemachtem Essigreiniger entfernen. Ich nehme da immer ein bisschen Essigessenz und ganz viel Wasser und dann kann ich hier den Kalkschleier sehr schön entfernen, weil ich immer ohne Essig im Einkochtopf einkoche, weil ich das Wasser dann zum Pflanzengießen nochmal hernehmen kann. Ich weiß, einige von euch nehmen es zum Putzen. Ich gebe das immer in meine Hochbeete, da sind die Pflanzen immer sehr dankbar. Deswegen mache ich das ohne Essig. Mit einem Kreidestift, den ich euch auch gerne unten verlinken kann, da wird auch oft nachgefragt, beschrifte ich jetzt noch meine Gläser, was ist drin, Monat und Jahr. Ja, und dann haben wir da ein wunderbares, aromatisches Eiwar, das ich kaum erwarten kann, beim nächsten Film-, Fernseh- oder Spieleabend zu öffnen. Entweder aufs Brot oder auf die Cracker drauf. Und dann sage ich euch, haben wir heute wieder gut was geschafft. Und dann sehen und hören wir uns im nächsten Rezept. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und dann sagt mir doch, ob ihr auch schon mal Eiwar gemacht habt. Und wenn ja, wie ihr das macht. Und ob es euch geschmeckt hat, falls ihr es noch nie gemacht habt. Dann bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video. Lasst es euch dahin, bis dahin gut gehen. Alles Liebe, eure Saskia.